So, herzlich willkommen bei der neuen Folge von Daylight. Wir fangen natürlich genau da an oder machen genau da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ich habe beim Drehen, beim Rüberdrehen, weil ich musste wieder alles daherlaufen, keine Ahnung warum, habe ich hier noch gesehen, dass da ein Briefchen liegt. Mit allen Geistern der Vergangenheit. Moment. Hatten wir das nicht doch schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann ist da das Krankenhaus, wie wir es heute kennen, verlassen und von den Einheimischen wegen der unheilverkündenden Vogelbevölkerung als Crow Island bezeichnet. Das Krankenhaus und die Insel, auf der es steht, sind inzwischen tief verwoben mit Gerüchten über Flüche und gespenstische Aktivitäten. Es gibt kaum ein Kind in New Kipling, das nicht als Mutprobe in das verlassene Gebäude geschlichen ist. Und die Geschichten, die sie erzählen, über Stimmen, den Geruch von Zigarrenrauch oder sogar das Erscheinen eines Schattens einer Frau, die durch die Gänge wandert, haben nicht gerade viel dazu beigetragen, den Ruf dieser einst lebensrettenden Stütze unserer Gesellschaft zu bewahren. Manchmal läuft's einfach scheiße, seien wir ehrlich. So, wo müssen wir jetzt hier noch schnell hin? Ja, wahrscheinlich da nach hinten. Oh, und da ist noch ein Briefchen. Datum 27. März 1931, Patienten 90D. Die Patienten haben ihre Pillen genommen und sind nach dem Abendessen in ihre Zimmer gebracht worden. Dyer weigert sich seit dem Zwischenfall nach Patient 90D zu sehen. Er hat sie mit Blut bespuckt und irgendetwas über einen Zauber geschrien. Heute ist mein erster Beobachtungstag von Patient 90D. Er schien extrem angespannt, als ob er jederzeit ausrasten würde. Nur nicht gegenüber Patrice. Sie ist ihm auf irgendeine Art und Weise wichtig. Aha, Patrice, die hat's ihm angetan. So. Okay, passt. Ich würde mal sagen, diese Kiste meinen sie? Okay, oder auch nicht? Ah, doch. Dann klettern wir mal. Hübsch. Na toll. Wenn man da runter springt, kommt er offensichtlich hier nicht mehr rauf. Und hier ist ein Schalter und ich würde sagen, danach passiert etwas Schlimmes. Wow. Autschen. Does being out of the dark make you feel better? Well, it shouldn't. Er gibt einem so viel, also er spricht einem so viel Mut zu. Was für ein herzensguter Mensch. Oder er warnt uns. Dann ist er wirklich ein herzensguter Mensch. So, schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Außer Kisten, die rumfliegen, liegen, besser gesagt. Nö, schaut nicht so aus. Na. Eine reinste Kletterpartie hier. Ich würde wetten, dass dieses Ding wegfliegt, wenn ich drüber gehe. Tut es nicht. Interessant. Ah, da unten sind wir die Stäbchen. Okay, wir sind eh voll. Die Wand raucht. Blöde Wand. Okay, was geht hier jetzt ab? Ach ja, Knicklicht. Sollte man nicht vergessen. Schüttel, schüttel. Ja, ja, genug geschüttelt. Oh, Spieldaten gespeichert. Sehr schön. Okay, das ist eine okay. Der Footstep ist aber wirklich interessant. Ah, da wird gerade ein Kranker oder eine Leiche transportiert. Wahrscheinlich ein Kranker. Oder eine Kranke. Was zur Hölle? Noch ein Briefchen. Na, sehr schön.
Ah, okay, die ganzen Feldbetten, um die Kranken unterzubringen. Ich würde sagen, jedes Blut ist dicker als Wasser, aber das lassen wir jetzt einfach mal so einfach im Raum stehen. Hoppala! Die Tür öffnen wäre gut. Okay, nichts, 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 alles klar. Wir haben immerhin noch 4 Signalfackeln. Das heißt, wir sollten uns halbwegs sicher fühlen können. Ob wir es wollen, ist eine andere Sache. Nimm diese Spritze. Ja. Ein Leuchtstab. Na gut. Dadurch wir eh mit diesen Signalfackeln voll sind, ist das besser als ein Stein am Kopf. Hm. Okay, hier geht's nicht weiter. Hm, jetzt ist die Frage, gehen wir geradeaus oder links? Gehen wir mal links. Nein, nicht genau jetzt. Open this fucking door. Shit fucking car. Ein schönes, funkelndes Auto. Oh Gott, wie ich diese langen, dunklen Gänge hasse. Okay. Anybody there? Nein, hier ist niemand. Wir laufen jetzt einfach zurück. Dann gehe ich mal da entlang. Ah, da ist was Rotes an der Wand. Das ist gut. Wir haben eh noch 0 von 6 Relikten. Ich mag das nicht. So, Geschichte von New Kipling. Mal wieder. Das einst kleine Fischerdorf New Kipling wuchs zu einer Stadt voll eifriger und optimistischer Menschen heran. Die Stadt brauchte aufgrund von Überbevölkerung und knapper Ressourcen andere Wege, um ihre Einwohner zu versorgen. Irgendwie will ich gar nicht wissen, wie sie das angestellt haben. Und optimistisch will ich nicht gerade sagen. Die reden da übers, als wäre die Stadt vom Bösen befallen und hin und her. Also optimistisch ist für mich was anderes. Aber okay, da will ich jetzt nicht reinreden. What the hell? Gib mich. Geschichte von New Kipling. Juhu, das hatten wir schon lange nicht mehr. Die Bürger von New Kipling haben damit begonnen, auf der benachbarten Insel Mid Island Rituale zur Seelenreinigung durchzuführen, um ihre Stadt vor den dunklen Zeiten zu bewahren. Darüber, wie diese Rituale abgehalten wurden, findet sich nur wenige nachvollziehbare Hinweise. Aber nachdem die Reinigung vollzogen wurde, gab New Kipling bekannt, dass die Stadt wiedergeboren wurde. Ja, aha. Eh schon wissen. Nein! Packe nicht dieses Lichtchen weg. Ich habe zu viele Signalfackeln, das tut mir aber leid. Verdammt, ich hatte gehofft, dass da nicht wirklich... Ah, ein rotes Lichtchen habe ich gesehen, wenn es weiß. Oh, verdammt, hinter der nächsten Tür. Ah. Oh, Mann. Dieser Herzschlag macht mich fertig. Ich drehe mich nicht um. Viel zu interessante Lektüre hier. 4. März 1988, Patientin 13. Ich fürchte, dass wir angesichts der bevorstehenden Schließung des Krankenhauses kein Zuhause für Sie finden werden. Es ist bedauernswert, dass ein Leben, das unter solch gewalttätigen Umständen auf die Welt gebracht wurde, nun unter die Obhut des Staates kommt. Sie wird zweifellos von einer Einrichtung in die nächste wechseln. Ah, verdammt. Oh! Okay. Okay, das war jetzt... Ja, beruhig dich. Beruhig dich, Cyrus, beruhig dich. Das
dies plötzlich hinter mir gestanden ist, hat mich doch ein bisschen geflasht. Ein bisschen. Kaum zu bemerken, ich weiß. Die Coolness in Person gewesen. Geh doch weg, was ist mit dir? Die Musik ist weg. Gutes Zeichen? Ich hoffe ja. Hallo? Hallo? Ich will dich öffnen. Hallo? Hallo? Fuck you. Ich sollte weniger schimpfen. Jawohl, eine Signalfackel gefunden. Als wäre nie was passiert. Ich weiß, ich habe zu viele Signalfackeln. Billy, ich habe heute Nacht jemanden im Heizungsraum gesehen. Der Bastard hat mir so einen Schrecken eingejagt, dass ich fast tot umgefallen wäre. Ich habe mich aus dem Staub gemacht, bevor ich einen guten Blick auf ihn werfen konnte. Außer mir und Adam hat dort unten niemand etwas verloren. Ich hoffe stark, niemand der Wärter sucht sich dort einen Platz, um mit einer der Schwestern rumzumachen. Sorgt dafür, dass die Leute ihre Arbeit machen und sich nicht in meinen Heizraum herumtreiben. George. Der George regt sich aber vieles auf. So ein intoleranter Mensch. Gut, wir haben aber sie mal vernichtet, das ist gut. Das könnte so ein Klimper-Klimper-Raum sein, wo wir dann das nächste Relikt finden. Also, sind die nächsten Schlüssel. Ja, schaut ganz danach aus. Dann schauen wir gleich, ob wir... Ein komischer Sessel. Lass mich doch in Ruhe, verdammt. Ein Leuchtstab. Na gut, ist besser als nichts. Signalfackeln sind wir eh schon voll. George, unten im Heizungsraum geht etwas vor sich. Während meiner Reinigungsarbeiten kann ich ständig hören, wie sich da unten etwas bewegt und ich versichere dir, es sind keine Ratten. Das ist etwas Größeres. Ich weiß noch nicht was, aber sei vorsichtig, wenn du da unten bist. Adam. Ist das so eine kranke Schwester? Mit denen die Wärter rummachen? Okay. Da oben, also da vorne war irgendwo eine Tür, bilde ich mal ein. Ich sprint jetzt einfach mal hin. Ja, leck mich doch. Verdammt. Da ist wieder so eine... Das Siegel. The key. Ja, ich weiß, dass du den Schlüssel brauchst. Ich wollte nur den Rücken frei halten gerade. Okay. Oh Gott. Ach, hör auf. Ist doch alles Paletti hier. Da gehen wir mal da entlang. WTF? Warum krieg ich so einen kleinen Schock? Nur wegen so einem blöden. Und was war jetzt? Leer? Ist leer, okay. Ist leer. The sigil is here. Okay, 16. Februar 1936, Patientin 15. Die Patientin, Alter 7 Jahre, fürchtet sich nächtens vor einem Monster in ihrem Zimmer. Eine Nachtschwester hat die Patientin getröstet, indem sie beteuerte, sie hätte sich das nur eingebildet. Daraufhin begann die Patientin in einem unkontrollierbaren Gewaltausbruch, sich selbst und das Personal zu verletzen. Die Patientin wurde ruhiggestellt und in Isolationshaft gebracht. Was ich heute schon wieder mit dem Lesen habe, es ist ein Wahnsinn. Vorlesen war allerdings noch nie so meine Stärke. Oh, was Neues. 8. September 1937, Patient 27C. Der Patient ist körperlich gesund, sein Geisteszustand verschlechtert sich jedoch zusehends. Die Zwangsjacke wird ihm nicht abgenommen und er bleibt unter ständiger Beobachtung. Der Patient schreit fortwährend, dass das Labyrinth endlos sei. Seine Schreie verhallen weder Tag noch Nacht und reichen von tiefen, monotonen Gesängen bis hin zu fieberhaftem, schrillem Geheul. Für morgen früh wurde eine Elektroschocktherapie angesetzt. Alles klar.
So, wo war das noch schnell? Davor. Da links rein, glaube ich. Da rechts will ich meinen. Ja, und dann nach vorne. Lauf, lauf, Sarah, lauf! Hui, wie lang die Gänge sind. What the? What the hell? Kann ich das auch nehmen? Zur Hölle. Ich habe Gott sei Dank eine Schere in der Hand. Damit kann ich sicher nicht herstechen. Love, Sarah. Sarah, you don't have another choice. Run to the hills. Run for your life. Hey, das schaut aber nett aus. Das gibt's. War ja klar. So, wieder Leuchtstäbchen. Ich bekomme gerade irgendwie so den Verdacht, dass die Sarah hier nicht zum ersten Mal ist. Dr. Mercer, das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projekts von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie Sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy, Moment, für einen Tisch soll jeder was anderes, also immer ein anderer einen Teil vollenden? Das muss aber ein toller Tisch sein. Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst und ihn zu zusammenhanglosen Gefasel treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Alles klar. Na, ich bin gespannt, was sich da noch ergibt. Oder herausstellt, sagen wir so. So, hier ist der letzte Speicherpunkt. Ja, was für ein intelligenter Mann. Ich bin wieder selbst in die Fresse gehauen. Wenn mir das in echt passieren wird, würde ich nur mit der blutigen Nase rumlaufen. Patientin 13. Was für eine unheilverkündende Zahl. Aus Krankenhausaufzeichnung geht hervor, dass diese Nummer zumeist besonders schwere Fälle kennzeichnet. Und der aktuelle Fall ist keine Ausnahme, wenn man die Umstände ihrer Geburt in Betracht zieht. Ich sehe viele Einrichtungen, schlechte Entscheidungen und noch mehr in ihrer Zukunft. Manchmal frage ich mich, ob das innere Chaos in manchen jenseits aller menschlichen Hilfe liegt. Ist. Gott, ich verlese mich so oft. Was? Oh. Ich sollte eventuell immer... da habe ich ja sogar einen Brief übersehen. Böse, böse. Patient 9F wurde mit Verbrennungen auf über 60% seines Körpers eingewiesen. Hauttransplantation wurde angeordnet. Der Patient verweigert die Behandlung und spricht ständig über Visionen, aber wir werden dennoch fortfahren. Manchmal geht es nicht darum, was der Patient will, sondern darum, alles zu tun, um ihm zu helfen. Ja, wahre Worte. Judy, vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Großteil des Personals, einschließlich dir selbst, ein wenig zu gerne dem Verbreiten von Gerüchten frönt. Ich muss dich doch nicht daran erinnern, wie gut es dir und den anderen hier geht, verglichen mit dem krankheitsverseuchten Festland, oder? Ja, wir hatten einige Probleme mit den Insassen und mit einigen unserer ungewöhnlicheren Patienten. Ja, manchmal mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um mit ihnen fertig zu werden, aber ich brauche die Unterstützung von allen, wenn dieser Ort bestehen bleiben soll. Ich tue alles, was ich kann. Hm. Er wurde ein bisschen grumpy, habe ich so das Gefühl.
Er fühlte sich ein bisschen hintergangen. So, das wird der coole Tisch sein. Oh nein, nicht jetzt. You're full of so many surprises, Sarah. Ich? Der Raum? Ich kann nichts dafür, wenn der sowas baut. I was always fortunate in that regard. For our time together. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade ein bisschen an Supernatural. Durch die Innenwohnung. Dein zweites Zuhause? Was für ein hässliches zweites Zuhause. Gut, wir haben jetzt wieder soweit ein bisschen was weitergebracht. Da war jetzt ein Speicherpunkt, deswegen höre ich da auch gleich wieder auf. Wenn ich jetzt nämlich weitergehe, muss ich das nächste Mal extra wieder hinlaufen. Die Folge ist eh, soweit ich weiß, wieder in diesem Bereich, wo es laufen sollte. Ich hoffe, es war soweit interessant für euch, trotz dieser ein, zwei Verleser, die ich da halt immer wieder einbaue. Ich bin auch nur ein Mensch und ja, in letzter Zeit bin ich etwas müde, aber das ist ja egal. Ich hoffe, es war soweit interessant. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Und ja, wir sehen uns einfach bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht und wir sehen uns. Cheerio.